Die Gerüchte um eine Resident Evil-Adaption im Serienformat existieren schon seit langer, langer Zeit und reißen nicht ab. Auch wenn im April bekannt gegeben wurde, dass Netflix seine Pläne für eine Adaption vorher auf Eis gelegt hat. Dabei hätten die Fans doch eine getreue Umsetzung verdient, nachdem was Paul W.S. Anderson 6-mal unter dem Namen Resident Evil in Anführungsstrichen auf die Leinwand gezaubert hat. Now we face extinction. Das Source Material bietet viele Punkte, an denen man mit der neuen Adaption ansetzen kann. Man kann sich an einen der ersten Titel orientieren, die den Fokus eher auf Atmosphäre und Grusel legen, oder an einen der späteren Titel, die ganz klar auf Action und schnelles Pacing ausgelegt sind. Eine dritte Variante wäre die, die sich vom Feeling an einen der neuen Teile wie Resident Evil 7 und wahrscheinlich auch Resident Evil 8 orientiert. Die Geschichte wirkt zunächst wie ein Spin-off und scheint nur lose an die Geschehnisse der Vorgänger angelehnt zu sein. In einem Mix aus erstem und letzterem versuchte sich 2014 Maze Media unter der Regie von Sean Labbert. Das Projekt namens Arklay, namensgebend waren die Arklay Mountains nordöstlich von Raccoon City, fand besonders bei den Fans positiven Anklang, wurde aber leider wieder gecancelt. Unter dem Namen Proof of Concept wurden 12 Minuten der ersten Episode veröffentlicht. Doch um einen Rechtsstreit vorzubeugen, wurden alle eindeutigen Verbindungen zur Resident Evil Lore herausgeschnitten und kaschiert. Unter dem Hashtag #WeWantArklay riefen die Fans zur Wiederaufnahme der Produktion auf, bis jetzt aber scheinbar erfolglos. Was mich an dieser kleinen Episode beeindruckt hat, ist der Fakt, dass die Ereignisse vor dem großen Ausbruch des T-Virus spielen und dass das gezeigte Setting relativ klein und intim wirkt. Arklay hätte eine Detektivgeschichte werden können, die als Prequel den Auftakt zur Resident Evil Saga bildet. Nach dem äußerst erfolgreichen 7. Teil, 2 sehr guten Remakes und dem heiß erwarteten 8. Teil ist Capcoms Survival-Horror-Marke nach wie vor ein aktuelles und spannendes Thema. Es bleibt also zu hoffen, dass die Pläne für eine getreue Serienadaption in irgendeiner Schublade liegen und zu einem geeigneten Zeitpunkt das Tageslicht erblicken. Was sagt ihr? Würdet ihr euch über eine Resident Evil Serie freuen? Und wenn ja, in welche Richtung sollte diese gehen? Schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Vergesst außerdem nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Für mehr Infos folgt uns auf Social Media oder besucht unsere Website www.plasmashrimps.de. Vielen Dank!